Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier auf dem Rückweg nach Alexandria. Zusammen mit Lilly und Steiner haben wir die Bordenstation verlassen und sind auf dem Weg nach Treno, was auch immer wir dort finden oder erreichen wollen. Das weiß nur unsere Lilly und unser Steiner, wir werden das auch mitbekommen. Mit dem Mogri hier haben wir zuletzt gesprochen und wir haben eine bekannte Stimme gehört. Doch zuvor möchte ich gerne noch schauen. Nach der Grenze eröffnet sich euch eine neue Welt. Seid ihr dafür auch gerüstet? Richtig, möchte ich gerne noch schauen, ob wir hier nicht ein paar Sachen kaufen können. Und ja, können wir zu einem den Druidenstab, den werden wir gleich kaufen. Zweimal werde ich ihn nehmen. Mittelrute auch gleich zweimal. Kristallarmreif haben wir überhaupt keinen da. Also die haben wir die anderen. Das wäre jetzt nicht so die Dramatik. Bam. Da, Bronzehalisch. Einen vielleicht. Zauberküssers haben wir. Das andere Zeugs haben wir auch noch zu Genüge. Ach ja je, vielleicht soll ich doch einen Kristallarmreif noch opfern. Wir haben aber so viel, zwar das ist die andere Gruppe. Aber bis wir jetzt wieder aufeinander treffen, ich werde einen opfern. Ich bin mir nicht sicher, ob Lili das schon alles ausrüsten kann, konnte, getan worden ist, erlernt worden ist. Auf jeden Fall kommt die Route jetzt mal weg. Und wir nehmen einmal den Druidenstab, Mithril-Stab, boah, da wird man Engel kriegen. Wäre fast klasse, den vorzuziehen. Wir haben den Druidenstab eh in unserem Inventar, das können wir immer noch lernen. Ich versuche das hier mal, vielleicht können wir auf anderem Wege. Nein, können wir nicht. Diese eine Fähigkeit erlernen. Armreif, Gift und Galle, Kristallarmreif ist gut. Apotheker Shell, das passt auch. Shell lernen wir ganz schnell, okay. Analyse, doch, da haben wir sie. Das war hier oben mit dem Druidenstab, ne? Ja, perfekt, super. Super, das freut mich. Der gute Herr von uns, Steiner, könnte eventuell auch noch was bekommen. Na, den haben wir gut aufgestellt, das passt. Ist gut. Alles gut. Passt, sehr gut. Dann schauen wir doch gleich einmal, wer denn hier um Himmels Willen genießt hat. Jetzt muss ich nur schauen. War das jetzt oben oder unten? Aber ich glaube, das war oben. Ich gehe mal hier lang. Sind das nicht? Jetzt hat Homer doch gerade die Bahn verpasst. Und was machen wir jetzt hier fix? Soll das etwa meine Schuld sein und so? Das kommt davon, weil du ja noch unbedingt bei der schönen Aussicht deine Baumkuchen genießen wolltest und so. Jetzt hat Hammer mir nicht rechtzeitig die... Also jetzt kann man da in den Blumen nicht richtig ohne fix. Und rechtzeitig schon gar nicht. Schon gut und so. Werd's auch nicht dem Chef erzählen. C-Fix, danke, Alter. Jetzt hat, wo wir das auch geklärt haben, brauche ich noch einen Baumkuchen, C-Fix. Na toll und so. Facepalm, echt. Elendes Räuberpack. Elendiges, dreckiges. Ihr habt wohl nicht genug und wollt die Prinzessin noch einmal entführen? Wer ist denn die STFX? Kennt man die klapperte Blechbixen vielleicht, Zifix? Kerl, erzähl mir nicht, du hättest mich vergessen. Der Hauptmann der Blutotruppe, der ständig am Brüllen ist und so. Na, null Chill, ne? Ah, jetzt hat fällt's mir ein. Ne? Der Ritter, der nicht schauspielen kann und stummelt, als war er, zeigt bis ein groß Zifix. Das ist ja wohl die Höhe. Hallöchen, ne? Ihr seid doch Markus, nicht wahr? Was macht ihr denn an diesem Ort? Prinzessin, dasselbe könnte ich dich fragen und so. Ja, du legst die nieder, wo's ein Zufall. Die
Prinzessin Dotstreffa Zifix. Auf jeden Fall sind wir, nachdem wir den verwunschenen Wald verlassen haben. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchem Liebesgesindel sprechen. Ja, aber wieso denn nicht? Nachdem er aus dem verwunschenen Wald aus ist, sah. Prinzessin, ihr dürft nicht mit solchem Liebesgesindel sprechen. Steiner, jetzt gib mal Ruhe. Prinzessin, ihr dürft nicht. Steiner, es ist genug. Aber darf ich nicht einmal mit Bekannten sprechen, die ich nach langer Zeit wieder treffe? Mit Verlaub, aber das sind keine Bekannten, sondern Adelbert Steiner. Jawohl. Schau nur, wie der ausgeschimpft wird, Zifix. Und das will ein Ritter sein und so. Die Bahn nach Alexandria ist soeben eingefahren. Endlich, Zifix. Also, du fährst nach Limblum, Sina. Nicht vergessen und so. Wie, bin ich vielleicht so debat, wie du ausschaust? Vergisst du wohl nicht, dass du nach Alexandria musst, Zifix? Genau, und so. Vielleicht, also nur vielleicht, nein, eventuell. Nein, weil ich nämlich nach Drehnung muss, genau. Ich bring dich noch zur Bahn, Zifix. Jo, wie ist es für einen guten Kumpel gehört, ne? Markus geht also nach Treno? Steiner, lass uns auch gehen. Steiner, nehmt ihr es mir etwa übel, dass ich vorhin laut geworden bin? Mitnichten, selbstverständlich wird es mir eine Ehre sein, euch zu begleiten. Jawohl. Also mit Teenagern ist es echt nicht einfach. Puh, schon gar nicht, wenn sie erwachsen werden. Pfah, das ist halt echt heftig, ne? Ach, Gottchen, was für ein Tag. Am liebsten wäre ich schlafen geblieben. Ja, wirklich wahr. Also echt. Naja, was soll's. Also, sei ja vorsichtig und mach keinen Schmarrn, Zifix, ne? Keine Sorge. Wir werden unseren Kumpel schon irgendwie dort rausholen und so. Kumpel? Was ist denn da schon wieder? Kann man das essen? Was? Da? Rufzeichen? Freie Zeichen? Alle Zustände? Rufzeichen? Sag mal, was will Markus eigentlich in Treno? Gehst du auch noch Treno, Prinzessin? Markus wird da ein goldenes Geschäftel erledigen, Zifix. Ah, klar soll. Na gut, nur klar. Ein kleines Geschäft? Bahn Richtung Alexandria fährt ab. Schnö, hinein. Sonst verpasst du die Bahn auch noch, Zifix. Dann musst du einen Baumkuchen essen, so wie ich. Lasst uns einsteigen, Prinzessin. Na gut, dann gehen wir rein. Oh, hier vorne mit dem quatschen können. Entschuldigung. Tap, tap. Ah, die Mary. Bahn fährt ab. Ja, die fährt ab. Sag Markus, was führt euch nach Treno? Wir wollen Plank retten und so. Plank? Ja, wir müssen unseren Kumpel Plank helfen. Oder hast du etwa vergessen, dass er immer noch versteinert vor sich hingammelt? Um ihm zu helfen, haben wir allerlei Informationen gesammelt und so. Und so haben wir von der sogenannten Silbernadel erfahren, die alle Arten von Versteinerungen aufheben soll und so. Ist das nicht eigentlich die Goldnadel? Naja, egal. weshalb ist dann Sina nach Limblum? Sina geht in das Quartier der Tantalus, um Bericht zu erstatten und so. Verstehe. Jetzt bin ich aber dran mit Fragen stellen und so. Ja, sicher. Was ist mit Zidane und so? Wir haben uns in Limblum getrennt. Na, das Ganze schien ja ohne größeres Rennen vergessen über die Bühne gegangen zu sein und so. Erst helfen lassen und dann Tschüss, oder wie? Das ist nicht wahr. Das kommt davon, weil Zidane und alle anderen mich wie ein kleines Kind behandeln. Ja. Er ist einfach unmöglich. So, so. Dann wird es wohl so sein. So. Na, Mary? Ich muss mich mit meiner Arbeit anstrengen. Das spornt ihn auch an, weißt du? Steini? Meine Wenigkeit obliegt es nicht, meine Meinung darzulegen. Markus, ich würde gerne euch helfen.
wobei denn und so. Es ist schließlich teilweise auch meine Schuld und deswegen möchte ich helfen, die Silbernadel zu suchen. Nicht nötig. Wir schaffen das schon alleine und so. Aber je mehr sich an der Suche beteiligen, desto... Was ist das? Vielleicht ein Motorschaden. Ich werde nachsehen. Bitte geduldet euch einen Moment. Da gehe ich nicht mehr raus. Ein Gespenst mit Zipfelmütze und Flügeln steht auf den Schienen. Jawohl, geh leicht davon, schau mal. Zipfelmütze? Gehen wir's an. Was ist denn los und so? Oh nein. Ist was passiert und so? Die Zipfelmütze ist abgebrochen. Meine Sensoren, Prinzessin gar nicht leben. Das ist doch der schwarze Tenor, der uns auf dem Frachtschiff überfallen hat. Verfluchte Ausgeburt. Diesmal werde ich dir endgültig den Nebel abdrehen. Steiner, wartet. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wozu willst du mich? Prinzessin, ihr begebt euch in Gefahr, trete zurück. Knister, meine Mission, Prinzessin, Girlit, lebend. Den kannst du fragen, was du willst und so. Das, was Gescheites, bringt dir ja nicht mehr raus. Aber... Widerstand ist zwecklos. Eliminieren. Ich hoffe, Markus ist in der Lage, was zu stibitzen. Das wäre nämlich echt klasse. Das wäre super. Ich weiß es gar nicht mehr. Konnte der Kerl stibitzen? Werden wir gleich sehen. Liebe von uns zu Lili, kannst du eigentlich... Na, geht noch lange nicht. Sie kann noch keine Bestie beschwören. Das heißt, sie muss dann helfen mit Heilen und so. Ja, yeah, Klauen, stibitzen, supi. Zipfelmütze stibitzt, super. Batsch, der erste Schlag ist schon mal getan. Zack. Und Lili, du musst gleich mal heilen. Und zwar den guten Markus, während er weiter stibitzen tut. Yeah, den Feuerstock geklaut. Bah, ich bin so froh. Jetzt haben wir schon alle drei Stöcke. Jetzt können wir den Feuerer auch erlernen. Super. So, ist jemand beschädigt? Ich glaube, der gute Herr Steiner. So, weiter stibitzen. Oh, das geht echt gut. Markus kann besser stibitzen als unsere Titanen. Irgendwie voll Schaden. Schaden nicht, aber fies irgendwie. Diebstahl fehlgeschlagen. Der Kerl hat noch was. Gut zu wissen. Heilen. Ja, sie heilen. Ja. Na los, Markus. Stibitz, was das Zeug hält. Verflixt und zugenäht. Und wieder eine auf die Gosch. Quatsch. Vivilein wollte ich sagen. Lililein, bitte heil den guten Markus. So, Klauen. Und der Steiner. Yeah, wow, der Donnerstock auch nochmal. Boah, geil. Ah, nicht schlecht. Ich hoffe, der hat nicht mehr wie drei Sachen. Aber wir werden trotzdem weiter stibitzen, bis er ein Kabel nichts ist. Ein habe nichts, super. Was? Das heißt, wir können draufhauen. Volle Kanne. Quatsch. Aua. So. Sauber. Echt wirklich sauber. Ich freue mich schon, wenn wir wieder mit Team Zitane unterwegs sind. Vivi kann ist nur noch mehr, als wir nur mehr kämpfen. Kann durchaus sein, dass wir einen Part lang echt nur Gegner klatschen. Weil wir das erstens noch brauchen. Oh, jetzt ist er hin. Und zweitens
allein die Fähigkeit, die Vivi lernen kann, ne? Jawohl. Gut gemacht, meine Herrschaft. Supi. Jawohl, ja. Einen Haufen Gil erhalten, das ist schön. Aber warum? Warum nur? Warum nur hat er mich verfolgt, wo er doch kaum noch stehen konnte? Prinzessin. Bumerkia wurde angeblich von einer Armee von Schwarzmagiern überfallen. Ich weiß. Von Schwarzmagiern wie dem vorhin wurden die Menschen von Bumerkia überfallen und so. Aber wer sollte Interesse daran haben, so etwas? Du hast's wohl immer noch nicht verstanden und so? Was soll das heißen? Steiner, hört bitte auf, ich weiß es doch schon. Ich weiß es doch schon längst. Prinzessin? Er hat gar nichts gerafft, nichts. Bald erreichen wir Alexandria. Wir sollten uns beeilen. Ich muss Mutter sehen. Ja, bestimmt. Bestimmt wird sie mich verstehen. Ja, genau, und ich kann sie bestimmt dazu bringen, mit dem ganzen Schmarrn aufzuhören. Ja. Wir müssten doch bald da sein. Du hast also schon gemerkt, und so, dass Alexandria in Bumerkia eingefallen ist und so? Ja, sicher. Ich bin schließlich nicht Steiner. Irgendwie hast du dich verändert und so. Ich? Meinst du meine Sprache? Nicht nur deine Sprache und so. Das kann gut sein. Es ist auch so vieles passiert seit damals. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Was denn? Verändert und vor allem verbessert haben sich auch meine Kampffähigkeiten. Ich werde euch schon kein Klotz am Bein sein. Um das geht's nicht, oder? Also, um was geht's jetzt genau zu? Ihr wolltet doch in Trainer nach der Silbernadel suchen, oder? Naja, wenn's denn sein muss und so. Ich werde dich wahrscheinlich eh nicht davon abbringen können und so. Ganz genau. Dann wäre ja alles geklärt, nicht wahr? Treno, wir kommen. Aber was Treno wohl für ein Ort ist? Vielleicht hat sie sich doch nicht so verändert und so. Nicht freundlich. Also gehabt euch wohl und danke für die Mitfahrt. Da vorne gibt es eine Kreuzung. Der rechte Weg führt nach Treno, der linke nach Tali. Jo. Da werden wir auch zuerst versuchen, nach Tali zu gehen, in der Hoffnung, dass dieser dämliche Schulz da endlich weg ist, der Dorfschulze. Momentaner Aufenthaltsort ist Alexandria Station. Jawohl. Da ist eine Ampel sogar. Seht ihr die da oben? Mary hat hier ihr Geschäft. Alles Klärchen. Okay, da ist irgendwie keine Truhe, was mich ein bisschen wundern tut. Was haben wir denn da? Itemladen Vega. Über Stock und Stein, meine Items sollen es immer sein. Na, dann schauen wir mal. Was hast du denn, meine Gute? Seid willkommen. Ich habe nur Potion und solche Zeugs, ne? Und davon hat sie eh genug. Ja, da hat sie recht. Also kaufen wir nichts. Vierti. Unser Geld ist schließlich auch rar. Ist hier denn überhaupt nirgendwo eine Truhe gewesen? Echt nicht? Na, wirklich nicht. Dann hauen wir ab. So, was haben wir hier? Und auch die große Gefahr unter dem Himmel soll unsere Freundschaft nicht trüben. Großfürst von Lindblum, Sid Fabel der Achte. Die Gondelbahn Bergmeer wurde zum Jubiläum des 20-jährigen Bestehens der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Lindblum und Alexandria errichtet. Boah, sehr supi eigentlich, ne? Kann man hier auch was trinken? Nö, ne? Also, wir gehen jetzt mal nach links. Links soll es nämlich nach Treno, genau. Entschuldigung, Dorf Tali gehen. So, können wir hier bitte durch? Wir haben einen Passierschein. Hier geht's weiter nach Tali. Das Tor nach Treno liegt gegenüber. Ja, das ist mir wurscht, ich will da raus. Jetzt sag bloß, ich darf nicht, du Wirschlisierer.
Ich habe da noch was. Ich will das schauen, ob der Dolph Schulze weg ist. Ja, ich will hier durch. Einen Passierschein scheinst du ja zu haben. Moment, ich mache gleich auf. Super, 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 super. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, dass ich zuallererst versuchen muss, beim Garten reinzukommen. Tali, ne? Wir werden jetzt auch sicher ein paar Gegner pullen, leider. Und was wir auch noch machen werden, ist dem Großvater Josef geben wir mal seinen Prallmeier. Die Kaffeebohne. Eine von drei. Ein Spielchen. Ja, hallo Spielchen. Ja. Du kriegst gleich einmal aufs Kuschel. Schau. Zack. Und das war's schon. Bam, 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 bam. Super. Yeah. Jawohl. Lilly und Steiner haben Level abbekommen. Wir bekommen ein kleines bisschen Gil. In dem Fall ist es wirklich schon ein kleines bisschen. Im Vergleich zu dem, was Zitane schon gescheffelt hat und seine Gruppe. So, also, Aussichtsturm. Zuerst einmal die Kaffeebohne abgeben. Hallöchen, Opa. Kaffee ist für mich Lebenselixier. Ja, das muss ich auch, ja. Ja, ja, aber ich habe doch... Achso, müssen wir alle drei sammeln. Okay. Halt, warte. Ist da nicht auch zufällig irgendwo eine alte Kaffeebohnensorte gewesen? Na, ne, ist nur das Luftschiff hier. Na gut. Habe ich mich vertan. Na, nicht rein. Mann, ey. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist hier noch irgendwas für uns? La 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 la. Nope. Also hat hier nichts geresettet oder so. Nein. Dann gehen wir ins Dörfchen. Husch, husch. La 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 la. Am besten. Huch. Nanu? Dorf Dali, es müsste gehen, dass ich hier hin darf. Geht das nicht? Ich will nicht pullen. Verdammt. Normalerweise müsste es gehen, dass ich... Achso, wahrscheinlich darf ich auswählen. Mann, wie ich vergesslich ich bin. Entschuldigung. Ja, den klatscht man schnell weg. Das geht ja recht rasch. Für die Fähigkeiten, die wir da erlernen wollen. So, Lilly haut gleich mal drauf. Und der gute Steiner auch gleich. Gleich draufhauen. Gutes. Mit dem ich jetzt zecke. Quatsch. Subi, fein gemacht. Super. Jawohl. Bisschen Gil. Ja, dann probieren wir es halt nochmal. Ich will da rein. Wir waren doch erst neulich hier, aber es kommt mir schon wie eine halbe Ewigkeit vor. Hallo Bursche. Ich möchte nur ganz, ganz flotti und ganz, ganz schnell, in Klammer hoffentlich, ins Gemüsebeet. Ich hoffe, ich habe es nicht versammelt. Ja, ja, Glück, 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 Glück. Ja. Die alte... Ah, kennen wir uns von irgendwoher? Was gibt es hier so Interessantes, dass du dauernd hierher kommst? Noch vor einem knappen Jahr war hier alles voll von blühenden Feldern, soweit das Auge reichte. Und jetzt? Jetzt arbeiten sie alle wie die Maulwürfe im Untergrund. Und selbst wenn es auf Befehl von König Ebrane ist, findest du es nicht auch seltsam? Schon. Ja, ich finde es auch reichlich merkwürdig, werte Frau. Ich hoffe, dass ihr eines Tages wieder eure Felder zurückbekommt. Auch ich werde mich dafür einsetzen. Mhm. Du bist schon ein merkwürdiges Mädel. Ich hätte gern die Truhe. Ich weiß noch, wie wir früher alle zusammen unsere Felder bestellen. Hey, will die Truhe haben. Kann man die alte Schachtel da irgendwie wegtun? Oder bin ich einfach nur falsch rein? Es scheint mir, als sei es erst gestern gewesen, als wir in das Frachtschiff stiegen und ich plötzlich das Ruder übernehmen musste. Komisch. Kann man die alte da nicht irgendwie... nicht mal weg?
geht weg und dann kann ich die Truhe da haben. Ah, geht ja. Man muss sich nur gescheiter hinstellen. Ein Elixier haben wir bekommen. Gescheit hinstellen, dann klappt das schon. So, was ich jetzt gerne machen möchte, ist hier rein. Ich glaube, der Schulze ist... Na, der ist noch da. Ich bin der Dorfschulze dieses Dorfes. Und wer bist du? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mach, dass du fortkommst. Entschuldigt. Ach, wie ging das noch schnell, dass der rausgeht? Hallo. Der Schokobo leistet auch seinen Teil an der Arbeit, aber er tut mir ein bisschen leid, weil er nicht raus an die frische Luft kann. Irgendwie war das erst später, als die Windmühlen stillgelegt werden wurden. Keine Ahnung. Hm? Du bist ja richtig süß. Es gibt in der Nähe eine Stelle, von wo man den Ausblick genießen kann. Wollen wir hin? Aber ich darf ihn eigentlich gar nicht weg. Vor kurzem ist hier jemand eingebrochen. Mann, hab ich vom Dorfschulzen Anpfiff bekommen. Diese Sprachweise erinnert mich an jemanden. Aber früher war es mir irgendwie peinlich, so zu reden. Aber mittlerweile macht es mir überhaupt nichts mehr aus. Ich weiß schon, auf wen das bezogen ist. Auf den guten Zitane. Naja. Schlüssel des Dorfschulzen. Ich glaube, das geht echt erst später. Ich glaube... Ja, das geht später. Entschuldigung, war eine Zeitverschwendung eigentlich. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst das Weite suchen? Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Ja, Entschuldigung, du Nervenbalzen-Säge-Typ. So. Dann würde ich sagen... Wir überprüfen noch schnell hier den Laden, ob es was Neues gibt. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Futaratata. Na, dem immer noch dasselbe Graffel. Na, dankeschön, da braucht man nichts. Für die. Sollen wir da noch schlafen gehen? Wie schaut's. Hallo? Wie schaut's eigentlich mit unserem. Braucht man nicht. Braucht man eigentlich nicht. Na, Ability könnte ich noch schauen. Anlegen, ob sie noch was kann. Ja, Gift und Galle. Das war jetzt für ihn der Gift und Toxidus. Genau. Das ist gut. So. Und vielleicht noch der Werte Steiner. Vielleicht hat er noch... Na, nicht so. Vielleicht hat er noch... Irgendwas mit zwei... Nein. Vier und so. Na, Fisch. Da fällt mir gerade ein... Können wir Markus, konnte man bei ihm auch was anlegen? Ja, eigentlich schon, ne? Aber das bringt sie nichts. So, dann hatschen wir wieder weg. Gehen wir nach Trino. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ja, der Part ist gerade ums ein bisschen zu lange. Weißt du was, wir trainieren hier noch ein bisschen. Wir gehen dann selten und schlafen. Dann ist der Part hier beendet und im nächsten gehen wir dann nach Trino, so werden wir es machen. Dann können wir hier ein bisschen unsere Waffen aufpolieren, also die Fähigkeiten. So. Super, ein Hinterhalt. Das ist ja toll. Bam. Werden wir es vielleicht so machen. Nutzen wir alles aus. Auch wenn wir jetzt dadurch nicht unbedingt ein Level up bekommen, aber... Wir kriegen Fähigkeiten zusammen. Eine Zagnar-Karte, super! Und ein bisschen Gil. So. La 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 la. Sind wir im nächsten Part ja schon auf dem Weg nach Trino. Ist ja ganz subi. Vielleicht werden wir kurz vorher noch ein paar Monster klatschen. Weil die ja gar nicht so schwächlich sind. Die würden, ich glaube, die sind uns sogar recht dienlich. Supi. Jawohl, ja. Ram-ba-ram-bam.
Na, perfekt. Dann würde ich sagen, hier hinstellen. Wir rufen unseren Mogli-Kumpel. Hallo, Mogu. Bitte einmal zelten. Ja, ausruhen. Und speichern, bitte. Jawohl. Nichts mehr ansonsten. Ich danke dir. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.